Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Andacht am ersten Sonntag nach Trinitatis. Wir haben in unseren Dörfern Festwochen, wenn man das so sagen kann. Wir feiern 50 Jahre Gemeinde Ihlow. Damals, 1972, wurden die Dörfer rund um die Gemeinde Ihlower Feen zu einer Gemeinde zusammengelegt. Vieles von bis dato vertrauter Selbst- und Eigenständigkeit wurde neu definiert zugunsten eines größeren Ganzen. 50 Jahre ist das jetzt her. Die Gemeinde feiert es mit Aktionen in den einzelnen Ortschaften. Ich war noch ein Kind, als damals in unserer Kneipe zu Hause die anstehenden Zusammenlegungen und Reformen diskutiert wurden. Ich erinnere aufgeregte Gespräche. Das Für und Wider schien sehr umstritten gewesen zu sein. Viel verstanden habe ich von dem Ganzen damals nicht. Aber eins war klar, da lief etwas, das konnte nicht gut sein. Denn der Kreis Bersenbrück mit seinem wunderschönen Kennzeichen BSB sollte aufgehen im Kreis Osnabrück, OS, ohne Sinn. Viel zu weit weg von uns. Was weiß Osnabrück schon vom Artland? Der Tenor, der mir haften geblieben ist von meiner kindlichen Erinnerung, war, es wird nicht besser. Aber vielleicht war es auch ganz anders. Ich war damals 9. Ich kann mir kein abschließendes Urteil über diese Jahre erlauben, denn letztlich bewusst kenne ich es ja gar nicht anders, als wir es heute auch feiern wollen. Aber eines ist klar, besser kann das auch nicht werden, wenn alle gleich das Gegenteil in den Raum stellen. Wenn alle gleich das Schlimmste sehen, ohne Vertrauen zu haben und auf das Bessere zu hoffen. Wir Menschen sind gut für vorbeugende Unglücksszenarien. Man konnte das unter anderem während der Corona-Pandemie gut sehen. Das ist das, was nicht besser wurde. Es drehen sich immer noch viel zu viele nur um sich selber und wundern sich, dass ebenso vieles nicht in Gang kommt, was eigentlich schon lange hätte erledigt sein können oder sogar müssen. Nur sehr selten gelingt uns ein Ausbruch aus diesem Ich, Ich, Ich. Sicher, es gibt auch anderes. Die kollektive Hilfsbereitschaft nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges ist ein Beispiel, wie es auch gehen kann. Aber wie das eigentlich gehen soll, das erzählt die Apostelgeschichte. Nach dem Pfingstfest und der Ausgießung des Gottesgeistes beginnt sich die Gemeinde derer, die sich zu Jesus als Gottes Sohn und Retter halten wollen, ganz eigenständig zu formieren. Es heißt dort, die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Land und Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Und dieser Text wird oft gescholten als eine realitätsferne Utopie, als ein Bericht über den Urkommunismus der Christenheit. Mag alles sein. Aber sagt mir einer, was daran falsch ist, ein Leben zu führen, wie es den Menschen damals zumindest für eine Zeit lang ja gelungen ist. Warum darf man nicht träumen von etwas, das ideal wäre, wenn es wirklich gelingen würde? Ich bin überzeugt, dass ein Gemeinwesen, sei es eine Kommune oder eine Kirche oder was weiß ich, auch nur dann funktionieren kann, wenn sie sich die Träume, die Ideen bewahrt, und um ihre Grundlagen immer wieder weiß. Und wenn da welche sind, die diese Ideen und diese Träume immer wieder einsprechen, welche, die nie aufhören, auf die Grundlagen zu verweisen, auf denen das Zusammenleben basiert. Damit weisen sie für uns Christen auf den hin, der in unserem Text als treibende Kraft durchscheint, auf den einen Geist des Pfingsttages, der in der Gemeinde wirkt. Lebendiges Erinnern ist wie ein Dünger für die Gegenwart. Was davon dann letztlich brauchbar ist, wird sich erst zeigen müssen. Aber es braucht diese Hinweise auf das, was war, und es braucht Menschen, die
die mit anfassen, damit aus den Worten auch Taten werden. Aber eben nicht der eine so und der andere dann wieder ganz anders, sondern wie ein Herz und eine Seele, wie es heißt. Für uns Christen meint das aus dem einen Geist des Pfingsttages. Der muss das Gemeinwesen antreiben. Nicht nur die üblichen Verdächtigen oder die, die gewählt sind oder gar dafür bezahlt werden, und der Rest lehnt sich dann, welche Steuer auch immer zahlend, genüsslich zurück und meint das Seine getan zu haben, um dann in behaglicher Stammtischmanier es immer besser zu wissen, was man denn vielleicht noch hätte tun können oder müssen. Daraus wird nun wirklich kein Gemeinwesen. Wenn zum Beispiel im kirchlichen Bereich erwartet wird, dass Pastorinnen und Pastoren, Diakoninnen und Diakone die Gemeindearbeit allein anleiten und dafür zuständig sind, dass da was läuft, dann wäre es Pastoren- und Diakonenarbeit, aber keine Gemeindearbeit. Dann macht es einer oder eine, und wenn der oder die dann geht, ist die Gefahr, dass der Laden zusammenbricht, gar nicht so weit weg. Nein, wenn einer oder eine Idee hat, wenn einer was tun will, wenn jemand sieht, hier fehlt doch was, lasst uns doch mal was machen, dann heißt es doch nur aufstehen, machen, Absprachen treffen, Hilfen suchen, der Rest ergibt sich dann doch. Aber aus diesem Ungeist des Delegierens an die, die man sowieso dafür zuständig hält oder sie gar bezahlt, wird keine Gemeinschaft, sondern nur eine Überlastung von wenigen, die es letztlich sowieso nie recht machen können. Die Gebetsreform vor 50 Jahren hat einen Prozess angestoßen, der bis heute nicht abgeschlossen ist. Einen Prozess, der immer weitergehen wird, ja gehen muss. Das müssen wir auch in den Kirchengemeinden im Blick auf die eigene Aufstellung begreifen lernen. Weiter so geht es nicht. Gottes Geist ist ein bewegender Geist, der nicht auf der Stelle tritt. Wenn in der Apostelgeschichte vom Leben der Menschen damals gesprochen wird, als seien sie ein Herz und eine Seele, dann meint es, dass ein Gemeinwesen nur wachsen kann, wenn die Menschen darin dieses auch als ihre Sache begreifen lernen. Als Kommune, als Kirche, als Verein oder was weiß ich. Dass sie es wagen und lernen, nicht nur den eigenen Kirchturm zu sehen, sondern sogar das Meer hinter dem Deich wahrnehmen, dass sie immer den Blick in die Weite und die Möglichkeiten, die es noch alles gibt, offen halten. Der Pfingstgeist führt uns nicht ins Klein-Klein, sondern er lädt uns ein, groß zu denken und gemeinsam zu handeln aus dem einen Geist als ein Herz und eine Seele. Darum ist die Gebietsreform von 72 auch nicht zu Ende. Sie ist, wie es Luther mal im Blick auf die Kirche gesagt hat, eine immer nötige Haltung, damit wir in der Zeit nicht verloren gehen, weil wir uns im Gestern beheimaten, das schon lange durch ist, aber heute und morgen verpassen und damit auch für unsere Kinder nicht das tun, was wir ihnen schuldig sind. Man mag sich dann über die jungen Besen, die vorlaut gut zu kehren meinen, aufregen, aber man muss sich dann auch mit Recht fragen lassen, warum die alten Besen den Dreck, um den sie doch angeblich so gut wissen, nicht schon lange weggeräumt haben. Das gilt in der Kommune, das gilt in der Kirche. Aber wer sich vom Geist Gottes führen lässt, erlebt, wie die Gemeinde in Jerusalem, welche Kraft er freisetzt, was wir damit tun können, was uns aufgegeben ist. Amen. Lasst uns beten. Guter Gott, du mutest uns zu, dass wir uns bewegen. Du rufst uns immer neu aus der Bequemlichkeit unseres Alltags. Du stellst uns vor Aufgaben und gestattest uns kein Weglaufen. Du konfrontierst uns mit der Wirklichkeit und lässt nicht zu, dass wir wegsehen. Und doch gelingt es uns immer wieder, uns durchzumogeln. Immer wieder gelingt es uns, so zu tun, als würden wir allein genügen. Immer wieder schaffen wir es, uns stehen zu bleiben, uns auf dem Sofa nochmal umzudrehen, wegzulaufen oder uns blind zu stellen. Lass uns das nicht durchgehen. Schüttel uns durch mit deinem Geist. Lass uns hören, was die Apostel den Menschen sagen.
Lass uns aufmerksam bleiben für das, was dran ist. Gib uns die Lust zuzugreifen und den Mut, uns angreifbar zu machen, wenn wir auf deinem Ruf antworten und das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Ein Herz und eine Seele waren die Menschen einmal. Sie hatten eine Sprache, früher einmal, so heißt es. Lass uns nie aufgeben, danach zu suchen, damit Frieden wird, Gerechtigkeit einzieht und eine wundervolle Erde eine Chance hat, deinen Menschen zum Trotz. Stärke die Menschen in der Ukraine, gib ihnen Kraft zum Widerstehen und lass uns tun, was Not ist. Tröste alle, die trauern und halte unsere Gestorbenen in deinen Händen. So beten wir, wie uns Jesus gelehrt hat, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geleite sie Gottes Segen in die kommende Zeit. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Und wenn Sie mögen, sehen wir uns am kommenden Sonntag zur nächsten Online-Andacht wieder. Bleiben Sie behütet und auf Wiedersehen.